Ich will daran. Ich sehe den Wollknoll. Ich sehe das Wollknoll doch. So. So. Alter. Au, au. Nein. Ich sehe doch, dass du ein Jammer. Musst du mich verarschen? Ich dachte, ich kann ihm nichts abwerfen. Na komm doch. Ja, geht doch. So. La 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 la. Da haben wir den nächsten Gem. Was für eine diebische Katze eigentlich. So, da haben wir alle Gems. Eieiei. Und das Wollknäuel und verlassen die erste Szene vom dritten Akt. Baboom! Immerhin ein A, das gefällt mir doch schon sehr. Übrigens, am Rande erwähnt, dieses Game ist von den Machern von Castle Crashes. Das sagt dem einen oder anderen vielleicht was von euch. Ah! Okay, also kann man sliden, okay. Ich glaube, das Boot könnte man da unten brauchen, um hier ansatzweise rüberzukommen. Alter, jetzt. Schnauze. Au! Ich will auch einen Bumerang haben. Oh! Okay. Wow, nein! So war das nicht geplant. So, jetzt geht's nach oben. Wir haben erst zwei Gems. Das. Oh mein Gott. Okay, ich sehe schon. Durchracen. Los! Ja! Nein! Nein! Das ist nicht dein Ernst, oder? Komm, Geschwindigkeit aufbauen und rüber. Ah. Nein! So. Okay. Hopp. Also der Schwierigkeitsgrad nimmt doch ganz schön rapide und schnell zu, finde ich. So, der Ausgang ist vielleicht offen, aber das da will ich ja noch gar nicht raus. Ah. Habe ich ja direkt gesehen. Nein! Ja, okay, so kommt man auch raus. So, da haben wir die Plattform und da ist ein Gem, den will ich haben. Danke. Ah. So, jetzt ganz vorsichtig. Dass es hier nur 5 Gems gibt, das glaube ich nicht. Da oben ist nämlich noch einer. Aber nur 6 ist auch ein... Okay, da war ein grüner Sparkle. Das heißt, es könnte sein, dass es nur 6 gibt. Ich will es hoffen. Scene clear. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und das wollte ich wunderbar. Nice. Szene 3 des dritten Akts. Die werden wir auch noch hinkriegen. So, da oben haben wir ein Boot. Das brauchen wir auf jeden Fall. Denn... Nein, wir wollten es noch nicht reinsetzen. Aber jetzt wird die hier an den Gem hier kommen. Und da oben ist auch noch ein Pöhlchen. Gehen wir jetzt mal safe point. Da sehe ich schon wieder seinen diebischen Kater. Ah. Ja, nee, oder? Ah! So. Der Ausgang ist offen. Also das mit dem Klettern ist noch etwas gewöhnungsbedürftig. Das muss ich definitiv mal anmerken. Auf der Tastatur, das ist bei Controller bestimmt einfacher. Nein. Noch nicht einsetzen. Jetzt
Wasser schieben. Jetzt kannst du rein. Einmal kurz hier oben. Ja, das hat jetzt sehr gut funktioniert, muss ich schon mal zugeben. Hopp. Na komm. Yay. Nein! Ah, wie klar war das denn bitte? Okay, also von der Steuerung her, wenn man sich ein bisschen daran gewohnt hat. Bam! Dann macht das Game richtig, richtig Spaß. Oh. Ah. Nein, 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 nein. Berätsel! So. Da ist der nächste Gem. Das sind Kätzchen. Ah! Nein! Ah! Nein! Huh! Wieso rette ich den eigentlich? Ah, so! Das hast du verdient und wir haben alle Gems und gehen zum Ausgang! Nice! Gefällt mir! Alle 7 Gems! Und das wollte man und sogar in der Zeit geschafft. Nice. Das hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Ich... Naja. Ach, das Ding ist schon offen. Moment, was ist denn das? Ich, do not escape. Just act natural. You have to run. You cannot walk. For this is a race against the clock. Boss! Okay. Ich weiß nicht. Das hat ja. Da oben ist ein Gem. Na ganz toll. Wie komme ich da hoch? Gar nicht. Alter, wollt ihr mich. Ah, ich sehe schon, da unten ist ein. Au. Au. Wie komme ich da runter? Ah, ich will doch nur nach unten. Okay, ich sollte mich. Ich komme gar nicht mehr raus. Ich komme hier gar nicht mehr raus. Ich stacke. Das ist jetzt. Ah, so. Ah! Okay, ja, ich sollte vielleicht mal schleunigst mir den Weg durchsuchen. Ja! Oh! Hoppala! Und zwar mit schleunigst meine ich ziemlich schnell. Weil die Zeit immerhin ja gegen uns läuft. Da unten ist ein Wolkenfall, ich hab's genau gesehen. Aber ich versuche mal einfach nur den Ausgang zu erreichen. In der Zeit. Nein. Ach komm. Einfach Schnauze halten. Es wird jetzt eng. Nein. Jetzt wollte ich noch gerade kurz drunter springen. Das schaffen wir niemals. Ich habe mich viel zu lange aufgehalten bei dem einen Gem am Anfang. Ah, ziehen für. Ey, aua. Okay, wir müssen gleich nochmal. Ich weiß jetzt, wie man da oben ankommt. Ja. So. Ja, das war jetzt ja wirklich bahnbrechend genial. Alter. Alter. Nein. Ja, Alter, nein! Das gibt's doch nicht! Ah, nimm das! Alter! Jetzt ist aber gut. So, danke.
Nein, 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 ich wollte doch runter. Lol, ja, ist ja recht. Die trollen einen da. So. Ich kämpfe nämlich mit und hier gehe ich mal unten drunter durch. Was auch immer du bist, ist mir vollkommen egal. Ich hab das Wollknäuel. So. Jetzt nochmal schnell durch. Warten. Jetzt hoch. Ja. Da ist der Exit. Aber da oben ist noch ein Gem. Unten rechts ist auch noch ein Gem. Da ist noch ein Jetpack. Ist mir vollkommen schnurzpiep egal. Bam. Ach, 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 was? Was sind denn das für Geister? Ich komm denen mal... Ah, einfach nicht zu nahe. Shit. Au. Hä? Achso, ah ja, genau. So bin ich. Geister. Ist egal, okay. Ich will da rein. Okay. Komm ich? So komme ich da hoch? Diese komische Uhr? Ah. Ja, Alter! Oh. Gut, dass das nicht in irgendeiner Weise knapp ist. Ich wusste gar nicht, dass es hier auf Zeitmodus auch gibt. Na, Alter, nein, nicht aufschlecken! Ah! Lass mich einfach in Ruhe, ihr blöden Katzen! Ah, okay, so geht's auch. Da lösen sich die Probleme ganz von alleine. Nein. Nein! Komm schon. Geh weg. So. Und jetzt. Und jetzt da unten ist. Nein! Nein! Jetzt muss ich da nochmal rüber. Shit, 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 shit. Na komm. So. Hat geklappt, hat geklappt, hat geklappt. Ah, 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 oh! Komm schon, jetzt muss doch dann gleich das Ziel kommen. Bitte. Ein Schlüssel. Yay! Famous! Hattie! Kapitel beendet. You sure know how to make the best of a confusing and hopeless situation, but boy, this place is quite the enigma, wouldn't you say? I would. And you know, a little warning would have been nice. You know, before they threw us headfirst into this gladiatorial, prisony place with its perilous medley of twisted stage productions that shred the silky fabric which weaves together the fragile blanket of sanity that keeps us sane. But you know, whatever. Either way, it's safe to say we're in quite a pickle jar here. We gotta rescue our friends and get back to Mr. Boat. I mean, they'd do the same for you, and adventuring just wouldn't be the same without, I don't know, this guy. Best chef in all the land. Food so stupid delicious, one taste would blow your face through the back of your head. Like bang, splat! And who could forget this quirky fellow? You know, he owns a bat farm back home, and his lifelong dream is to breed a terrifying race of super bats. None of which makes any sense, of course, because he's absolutely terrified of bats. And this lovely lass always tells the best bedtime stories, hands down. Plus, she always smells like chocolate. So that's good. And then there's this guy and this handsome fellow and that thing. All your best friends imprisoned. And they don't like it very much because it's bad and horrible. And then there's Hattie, the best friend of all. Why did he stab us in the back and twist the blade? I mean, just this morning he gave everybody flowers and presents and now he goes out of his way to hurt our feelings? Oh, I think not. You can't fool me. Hattie would never betray us. Betray us. Never. Something fishy's going on here and I think I don't like it right now at all. It must have something to do with that scary, albeit fashionable hat. Sure looks evil. I mean, it's glowing red and stuff. Glowy red stuff is always bad. Everybody knows that. So what dangerous treats lie in store as we continue to unravel this treacherous sweater? I don't know. But use caution as you continue your gallant endeavor. Don't like, fail and die and stuff, because it's all up to you now. What? Why did do that? That was scary. Ja, und da sind wir wohl ins nächste Kapitel gegangen. Das wollte ich eigentlich noch gar nicht.
Okay, gut. Wir schauen, also ich schaue das nächste Mal, dass ich nochmal ein Kapitel zurück kann und dann die anderen 3 Level, die noch übrig waren, noch nachzuholen. Aber das sehen wir alles ist in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und morgen gibt's mehr von Battleblock Theater. Ich freue mich drauf. Bis dahin, Leute. Ciao.